Da sind wir wieder bei Let's Play Soul Reaver 2. Mit Pfeiltasten steuern. Ich vergesse es immer wieder. Und ich denke, ich muss da unten wieder reintauchen. So, dann gucken wir mal, wo war der Weg? Ich finde ihn jedes letzte Mal habe ich ihn noch nicht gefunden. Und ich mag dieses Krakenvieh nicht. Zack. Ah, da. Gut. Da. Ach, waren hier nicht auch wieder diese komischen Viecher? Ja, ziemlich sicher bin ich mir. Also einfach wieder laufen. So wie letztes Mal, einfach laufen. Da-dam. Zack. Was sagt denn die Karte? Dass ich noch ewig weit entfernt bin davon. Ich muss zum Sumpf auf jeden Fall, so wie es aussieht. Stirb! Ups. Ich nehme mal den langsamen Weg nach unten. Ob ich den Schattenweaver wohl brauche? Ich nehme ihn einfach mal mit. Zack. Ach, erst muss ich das Ding da ziehen. So. Den hätten wir dann mal. So, da hinten lang. Na, na, na. Letztes Mal war hier mehr Wasser, oder? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Zack. Muss ich da auftauchen? So. Ganzen Weg nach oben klettern. Das ist ja auch na ganz toll. Ah! Ha, ich brauch den sogar. Bam! So, und rüber hier. Zack. Ah. Bam, bam. Stirb. Und hoch hier. Ich verstehe auch, warum da sowas zum Klettern war. Diesmal habe ich das nur nicht verstanden. Also für mich war es unnötig, sagen wir es mal so. Was sind das denn für Viecher? Was sind das für Wesen? Verdammt. Ich glaube, ich brauche den Licht. Wie war jetzt? Stimmt. Zack. So. Jenseits dieses Bauwerks lag meine einzige Hoffnung, dieser dämonenverseuchten Einöde zu entkommen. Das Zeitstromgerät, das es beherbergt, bot mir die einzige Aussicht, zu den Anfängen der Geschichte Nosgoths zurückzukehren. Doch wenn ich nicht bald dieses Siegel aufzubrechen vermochte, würde ich bis in alle Ewigkeit hier festsitzen. Ach
Ach, da kann ich noch gar nicht rein. Hey, Moment, kann ich... Ist das was? Zum Nehmen? Nee. Also erstmal weiter den Weg. Ah, ein Spiel für den Kampf. Stirb doch einfach. Stirb. Alter. Stirb. Und Seele kommt zu mir. Zack. So, jetzt habe ich meine vernünftige Waffe. Oder relativ vernünftige. Auch wenn es ein kurzer Part dann ist, ich werde den nutzen. Wenn es den gibt. Na, na, ja. Zack. Bam. Zack. Das ist aber ein sehr kurzer Part jetzt. Aber ich werde den nutzen, wie gesagt. Bam. Aber vorher bin ich trotzdem nicht. Was zur Hölle? So. Na, ich guck erstmal weiter kurz. Ach so, das war so einer. Zack. Vielleicht findet sich ja gleich noch schnell ein... Oh. Der Strom der Zeit hatte mir tatsächlich den Weg freigeräumt. Nun konnte ich endlich Nosgoths nördliches Gebirge erkunden. Ich fragte mich besorgt, ob hier nicht vielleicht doch noch ein Beweis für die Existenz Janus Ordrans zu finden war. Natürlich. Ich spiele einfach weiter, weil 6 Minuten oder was das gewesen wären, ist mir einfach zu kurz. Ah. Ihr sollt ja auch was davon haben. Schack. Stop.
los. Gib mir die Waffe da. Stirb doch. Alter. Und du auch. Ach ja, einen haben wir. Stirb du auch. Mann, du sollst sterben! Keine anderen Seelen mehr da, stimmt's, aber war ja klar. Von da oben komme ich, glaube ich, ja. Also, wenn es hier nicht mehr wieder zurückgeht, dann gibt's einen anderen Weg später. Was mir scheint. Och nö. Nicht schon wieder. Ich hasse die Viecher. Stop. Was? Was war das denn? Alter. Nein. Ja, komm, ein Hit hat gereicht, Leute. Also hier geht's nicht lang. Ah, da. So. Ach, so klar, dass da irgendwas ist. Aber einfach weitergehen. Der guckt nach oben. Was irgendein Hinweis ist. Allein hier ist gar kein Licht mehr. Ach, da kann man auch noch hochklettern. Kreis hochlaufen. Von da komme ich. Das Wasser hier noch auszusagen. Yeah.
irgendwie nicht. Mann! Zack. Ach, Mann. Hier gibt's einen kurzen Cut, bis gleich.